Durchaus, ja, ich verstehe das auf YouTube. Also die konkrete Frage, soll ich eine berufliche Karriere als YouTuber einschlagen? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja? Dann schreibe ich mir die kurz auf. Ja, als YouTuber. Gut, okay. Vielen Dank für die Frage. Ja, dafür doch nicht. Also ich mag es wirklich gerne. Kein Problem. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Viele von euch fragen mich in den Tagen, soll ich eine berufliche Karriere als YouTuber einschlagen? Soll ich auf YouTube meinen Beruf aufbauen? Mit dieser Frage gehen wir in die nächste Folge von Zeitgeist in Echtzeit für Porta Polonica mit Adam Gusowski. Und die Antwort, klar, auch in diesem Fall am Beispiel eines Beitrags auf Porta Polonica, es geht um Pola Negri. Pola Negri, die Schauspielerin, 1897 in Polen geboren. Sie hat in der Schule nicht so viel Glück gehabt. Ihre erste Schule war eine Klosterschule. Da wurde sie ziemlich schnell von der Schule geschmissen. Angeblich war sie mit der Disziplin nicht so einverstanden. Zum Glück, also Glück im Unglück, denn sie ist dann in eine Ballettschule gekommen. Und in dieser Ballettschule hat sie wirklich sehr erfolgreich getanzt. Ihre Lehrerin war begeistert. Und auch sie blühte förmlich auf, bis leider sie an Tuberkulose erkrank, also eine Art Coronavirus der damaligen Zeit, und diese Karriere unterbrechen musste. Und auch hier Glück im Unglück, denn sie wurde Schauspielerin. Ja, sie wurde für eine Schauspielausbildung entdeckt und zack, mit 15 Jahren bereits ihr Theaterdebüt gefeiert. Mit 15 Jahren. Also eigentlich hat sie das Zeug, alles um eine, heute würde man sagen, auch eine coole YouTuber-Karriere zu starten. Sie war hübsch, sie war intelligent, sie war einfach mal auch am Geist der Zeit. 2 Jahre später, mit 17, feiert sie bereits ihren ersten Erfolg in einer Hauptrolle in einem Film, Die Sklavin der Sinne. Das Drehbuch wurde extra für sie geschrieben. In diesem Titel ist auch sie, Pola Negri, mit einbegriffen. Schnell wurde der nationale Markt zu eng für sie. Klar, der nächste Schritt muss nach Berlin führen, der damaligen absoluten Kulturhauptstadt Europas, neben Paris und dann später auch London. Und so geht sie nach Berlin. 1917 dreht sie den ersten deutschen Film Nicht lange täuschte mich mein Glück, so der Titel, Nicht lange täuschte mich mein Glück. Über Glück musste Pola Negri viel nachdenken. Über Glück hat sie auch ein Lied gesungen und dieses Lied habe ich für euch da. Hört kurz rein, wie Pola Negri auch auf Deutsch mal gesungen hat. Das auf jeden Fall für Pola Negri. Sie dreht einen Film nach dem anderen, bis sie 1922 auch hier in Berlin etwas zu eng wird und sie nach Amerika in die USA fährt. Dort wird sie nochmal ein Star. Ein Star der Stummfilm-Ära. Sie hat sich mit dicken Lettern in die Kunst, in die Filmgeschichte reingeschrieben. Aber als die Zeit der Stummfilme zu Ende war, war auch so langsam die Karriere von Pola Negri stiller und kleiner, leiser geworden. Ihre Zeit war mit dieser Ära auch zu Ende. So, nun aber zu der Anfangsfrage, soll ich eine berufliche Karriere als YouTuber einschlagen? Ja, also wenn ihr die Lust habt, dann ergreift die Chance. Wenn ihr denkt, ihr habt das Zeug, dann macht es einfach. Aber Vorsicht,
aus dieser Lehre von Pola Negri kann man auch entnehmen, denn aufpassen, 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 wenn die Zeit des YouTube irgendwann mal vorbei ist, dann ist auch eure Karriere zu Ende. Damit verabschiede ich mich. Zeitgeist in Echtzeit für Porta Polonica mit Adam Gusowski. Vielen Dank!